Hallo, ich bin Larissa, ich bin 28 Jahre alt und habe die Tumorerkrankung Neurofibromatose Typ 2. Die Krankheit Neurofibromatose Typ 2 oder NF2, da wachsen Tumore an den Nervenenden im ganzen Nervensystem. Eins der Hauptmerkmale der Krankheit ist, dass die Tumore an den Hörnerven wachsen. Deswegen bin ich auch taub. Ich höre aber trotzdem, denn ich habe 2 Implantate und mit denen funktioniert es eigentlich ganz gut. Durch verschiedene Operationen ist halt immer, dass irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Bei mir war das so, dass bei einer Operation wurde das Rückenmark beschädigt und dadurch habe ich eine Gehbehinderung. Zudem war eine Operation am Ohr, das muss man wissen, da sitzen die Gleichgewichtsorgane und da wurde halt auch beschädigt. Das heißt, ich habe auch Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht. Die Krankheit wurde festgestellt mit 16, es war kurz vor dem 17. Geburtstag und davor war ich eigentlich ganz normal. Also wirklich, ich habe Fußball gespielt, ich habe mich mit Freunden getroffen, ich bin sehr, sehr gerne ins Kino gegangen. Ich war ein normaler Teenager. Meine ersten Symptome, da war ich 15, da hat es angefangen mit Rückenschmerzen. Ich habe Sport gemacht, das war dann halt schon etwas seltsam, dass ich Rückenschmerzen hatte. 2 Monate vor meinem 17. Geburtstag muss das gewesen sein, da wurde es dann halt wirklich richtig schlimm. Ich habe meine Schulter, habe ich mich immer weiter hochgezogen, weil ich konnte mich nicht mehr gerade halten. Ich konnte nicht mehr rennen, weil es einfach alles weh tat. Ich konnte nicht mehr essen. Und irgendwann haben meine Eltern dann sonntags gesagt, nee, es ist kein Leben mehr. Und dann sind wir ins Krankenhaus. Und ja, die haben dann gesagt, ja, Schmerztabletten. Wollten mich wieder heimschicken. Meine Eltern haben gesagt, nee, die nimmt schon so viel und es hilft einfach nichts. Der Arzt war damals schon so ein bisschen genervt und dann haben sie gesagt, ja, jetzt machen wir doch mal ein MRT. Und ich weiß noch, ich war im MRT, also das ging Stunden, weil die haben wirklich alles abgesucht. Und zu der Zeit war mein Papa nur da. Und der wurde dann rausgerufen von den Ärzten und dann wurde mir schon ein bisschen mulmig. Wieso haben sie es mir jetzt nicht direkt gesagt? Und dann kam er und wusste selbst nicht so richtig, was er sagen sollte und hat es mir dann erklärt, dass ich die Krankheit Neurofibromatose habe, weil man im Bild 2 Tumore festgestellt hat im Gehirn, also an diesen Hörnerven. Und meine Schmerzen wurden verursacht durch einen Tumor, der im Spinalkanal am Rücken gesessen war. Der war schon so groß, hätte man es eine Woche später festgestellt, wäre ich querschnittsgelähmt gewesen. Ja, ich habe Probleme mit meinem Gleichgewicht, deswegen sind für mich 2 Räder nicht möglich, weil ich sonst umfallen würde. Deswegen habe ich noch mal ein Rad mehr, und zwar hinten. Und das gibt mir Sicherheit. Also auch wenn ich normal sitze, kann ich nicht umfliegen. Ähnlich wie wenn man auf einem Bein mit geschlossenen Augen steht, da verlieren die meisten ja ihr Gleichgewicht. Das ist immer für mich immer so. Nach der Operation konnte ich dann halt nicht mehr richtig laufen. Ich saß am Anfang im Rollstuhl. Ich war dann auch kurz in der Reha und dann später in der Physiotherapie. Und dann haben sie auch gesagt, ich soll mich an eine Spezialklinik wenden. Hab dann dort gehört, dass ich irgendwann mal taub werde. Von einer Taubheit hat mir noch gar niemand irgendwas erzählt. Da habe ich natürlich geweint. Also das will man sich auch nicht vorstellen. Man schiebt es so ein bisschen raus. Also für mich wurde ich immer nur taub im Krankenhaus. Und dann später, wenn ich dann wieder aus dem Krankenhaus raus war, dann war das für mich, dann war ich wieder normal. Ich muss sagen, meine Freunde, die waren schon sehr, sehr, sehr gut in dem, wie sie mit der Situation umgegangen sind. Ich habe auch eine Freundin, die Isabel, eine meiner besten Freundinnen, muss ich sagen. Sie war immer super, die hat mich immer im Krankenhaus besucht. Die hat mir das Schulmaterial kopiert und vorbeigebracht. Also wirklich, sie hat mich unterstützt, wo es nur ging.
Als die Diagnose rauskam, war ich erst geschockt. Ich habe mir auch Sorgen gemacht und ich war auch ein bisschen aufgeschmissen, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil ich mich da auch noch nicht mit dieser Krankheit, ich habe die noch nie gehört vorher, ne? Ich wusste gar nicht, was das überhaupt ist und musste mich da erst mal reinlesen. Ja, aber dann habe ich echt reingelesen. Ja, das wusste ich nicht. Ja, weil ich ja alles richtig machen wollte so als Freundin und ja. Also durch ihre Krankheit hat sich unsere Freundschaft ziemlich gefestigt. Für mich gab es dann nie einen Grund zu sagen, nee, mit der will ich nichts zu tun haben, sondern es war einfach immer selbstverständlich für mich. Und ich hatte ja auch mal Empathiephasen wie jeder im Leben. Und sie war auch immer für mich da, hat mir zugehört. Isa nervt auch nicht, wenn ich so fünfmal frage, hä? Sie wiederholt es einfach immer. Also die erste OP war im März und im Oktober war dann die zweite OP, das war dann die am Ohr. Und die OP ging ziemlich lange. Und ja, ich bin aufgewacht, ich war dann taub auf dem Ohr. Das war am Anfang nicht sicher, ob ich taub werde, ob sie es noch erhalten können. Zu dem gleichen Zeitpunkt wurde dann das Gleichgewichtsorgan beschädigt. Dann kam halt zu den normalen Gehschwierigkeiten. Noch, ja, quasi wie betrunken. Ich konnte dann auch wirklich gar nicht mehr alleine laufen. Es ging nur noch per Einhaken. Ja, das war für mich so ein Zeitpunkt, da war ich wirklich traurig und auch sauer auf mich selbst. Wenn man wirklich nicht mehr alleine auf die Toilette gehen kann oder nicht mehr alleine aus der Dusche kommt, das ist kein schönes Gefühl. Meine größte Angst war damals, was mache ich, wenn ich taub werde? Ich werde einfach alle meine Freunde verlieren. Ich kann gar nichts mehr machen. Ich hocke dann einfach immer nur da und bin dann in meiner Welt. Das war halt schlimm. Ja, für mich ist es natürlich schwierig, wenn es dunkel ist, mich allein vorzubewegen. Isa, die hat automatisch mir schon ihren Namen gereicht. Für mich ist es selbstverständlich, wenn es dunkel ist, dass ich ihren Arm nehme, auch beim Nachhauselaufen, bringe es immer zur Bahn im Dunkeln, damit sie halt nicht hinfliegt oder sonst was, bringe ein Gleichgewichtssinn. Hä, hörst du das? Was? Hörst du das? Ja, ich. Das ist so eine Yoga-Melodie zum Einschlafen. So, ja? Kommt hin. Dadurch, dass hier ziemlich viel Umgebungslärm ist, auch mit Menschen, ist es natürlich ein bisschen schwieriger und ich muss mir oftmals Sachen ein paar Mal anhören, bevor ich es richtig verstehe. Vier Jahre später hat mein Arzt mir die Möglichkeit für ein Implantat offenbart. Das nennt sich ABI, das ist ein Hirnstammimplantat. Leider hat der Arzt damals auch gesagt, ja, Larissa, das wird dich nur beim Lippenlesen unterstützen, aber so richtige Spracherkennung, das wird schwer. Da ist natürlich bei jeder Hirnoperation die Gefahr, dass halt das Hirn beschädigt wird. Aber wir gehen den Versuch ein. Das ist eine Chance, die musst du nutzen und ich habe mich dann auch 2014 dazu entschieden. Man muss dann einen Monat warten, bis innerlich alles verheilt und dann wird das aktiviert. Und ich muss dazu sagen, dass ich mein Implantat lange, lange Zeit nicht richtig tragen konnte, weil bei mir war die Schwierigkeit, ich habe ja noch auf dem einen Ohr gehört, wo das gesetzt wurde. Und bei mir war das so, dass das war so ein bisschen zeitversetzt, das Hören. Andere Seite war, dass ich Kopfweh davon bekommen habe und mir wurde teilweise sogar schlecht davon, also ich habe es nicht so viel getragen. Mein rechtes Ohr wurde so Anfang 2017 schlechter. Einmal hatte ich einen Hörsturz, da haben sich umherum die ganzen Menschen angehört wie Mickey Mouse. Also total hoch, wie mit Helium. Dann kam die Operation und ja, so ein bisschen Angst halt auch. Und ich bin aus der Operation raus und ich habe in dem Moment nichts gehört. Ich war dann tatsächlich taub. Als ich aufgewacht bin und taub war, muss ich sagen, es war so eine kleine Erleichterung. Also es ist wirklich, es
kann einem keiner glauben, aber das ist echt so. Wenn man um sein Gehör kämpft, das macht einen so kaputt. Und es war einfach eine Erleichterung, dass dieser Kampf, den man schon seit der Diagnose hat oder halt kurz danach, dass man irgendwann mal taub wird, dass es dann endlich vorbei ist. Irgendwann mal, ich glaube, das war ein oder zwei Tage später, also wirklich relativ schnell, hat meine Schwester gesagt, Mensch, Larry, jetzt mach doch mal dein Implantat rein. Und ich habe dann nur gedacht, oh, das bringt doch eh nichts. Und ich habe es angemacht. Und meine Schwester hat gesagt, kannst du mich verstehen? Und ich habe sofort gesagt, ja. Und ich habe einfach von jetzt auf nachher Sprachverständnis gehabt. Das ist so ein Highlight gewesen. Deswegen ist für mich die Ertaubung eigentlich auch was Schönes. Weil zum einen ist dieser Kampf vorbei und zum anderen habe ich dann wieder gehört. So blöd, wie es sich anhört. Bei den ABIs sagt man ja eigentlich, dass man nicht so wirklich was versteht. Alle meine Ärzte, die wussten nicht, was hier los ist. Die versteht sich. Ich war ein Fabelwesen, dass es funktioniert. Ich war 27, als ich mich für ein zweites Implantat entschieden habe. Leider, man sieht es ja, wurde der Gesichtsnerv bei der Operation gestreift. Es ist schon wirklich viel, viel besser. Ich bin auch in der Therapie, Logopädie. Aber ja, es ist tatsächlich das eingetreten, was nicht eintreten sollte. Aber trotzdem bin ich froh, dass ich mich für ein zweites entschieden habe. Bei mir ist es so, dass meine Tumore an den Hörnerven beide weg sind. Und deswegen habe ich zurzeit ein bisschen Ruhe und kann mich erholen und wieder entspannen. Falling. Die Greta habe ich kennengelernt durch mein zweites AVI eigentlich. Die Technikerin, die wo das einstellt, die hat dann gesagt, ja, die hat da so ein junges Ding, die bekommt selbst ein Implantat. Und die hat einfach so viele Fragen und ist neugierig, die weiß einfach gar nicht, was auf sie zukommt. Reason to defend all of your violent nights. Also das Besondere an unserer Verbindung ist, dass wir halt sehr viele ähnliche, auch schlimme Situationen durchlebt haben und so halt oft genau wissen, wie der andere sich gerade fühlt und was er halt durchmacht. Ja, für mich ist die Greta auch so ein Motivator. Das ist gerade im Bereich in der Gesichtslähmung mit den Übungen. Das motiviert wirklich, wenn man jemand anderes hat, der zur selben Zeit in genau derselben Situation ist. Wenn wir uns treffen, planen wir auch sehr viel für unseren gemeinsamen Instagram-Account. Mir persönlich hat immer so eine Austauschplattform für meinen Alltag gefehlt. Wir bekommen tatsächlich auch oft Rückmeldungen in privaten Nachrichten von Betroffenen, die uns gesagt haben, das ist so toll, dass wir mal auch auf Instagram was zeigen und viele Mütter schreiben uns direkt an, die vielleicht kleine Kinder haben, wo gerade Diagnose gestellt wurde. Keiner weiß, was es wirklich auf einen zukommt. Da versuchen wir auch so ein bisschen Beistand zu geben. Ja. Gebärdensprache ist natürlich auch ein großes Thema und ja, wenn wir dann so diese Gebärdenvideos hochladen, kriegen wir eigentlich fast nur positives Feedback. Mir ist es vor allem wichtig, dass wir Positivität mit dem Instagram-Kanal vermitteln. Ja, ich würde auch sagen, dass wir sagen wollen, mit unserem Kanal, dass ein normales Leben eigentlich möglich ist, vielleicht ein bisschen anders, vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit investieren, ein bisschen umdenken, aber dass es möglich ist, dass man trotzdem noch Spaß am Leben haben kann. Wenn euch das Thema Gehörlosigkeit interessiert, dann schaut bei Aufklo vorbei. Da erzählt euch Annalisa, wie es ist,
das Kind von gehörlosen Eltern zu sein.